glaçon de fromage, un boops de beurre, la plume de ma tante. Ah, c'est magnifique. Hey, Dad. Ah, bonsoir, mon petit chou. Was kochst du denn? Riecht ja super. Ah, la spécialité de la maison, un repas formidable. Avec des légumes, de la viande, les herbes du jardin. Was? Mongolischer Feuertopf. Mongolischer Feuertopf? Und warum sprichst du denn Französisch? Weil nix kann Mongolisch. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob dein Französisch so richtig echt ist. Hey, Dad, was gibt's zum Essen? Ein handgepflücktes Fingfongfang aus den Hügeln der Stadt Ulaanbaatar. Darüber hinaus angefüllt mit exotischen Gewürzen und nach einem Rezept gekocht, welches weitergegeben wurde von Generation zu Generation. Nicht schon wieder Pizza aus der Tiefkühltruhe. Nein, mein weltberühmtes mongolisches Feuertopf. Oh, spitze, danach wird mir immer so schön schlecht. Ach, hör auf. Also, es ist wirklich schwer, immer die Zutaten zu kriegen. Du meinst die exotischen Gewürze des Orients? Den Wok. Natsch hat ihn aufs Dach gehängt. Er versucht, damit Sky Channel zu kriegen. Hi, Dad. Hi, Mr. Kelly. Hey, können Sie mir mal sagen, was Sie da mit meiner Parabolantenne machen? Ach, jetzt hör mal auf, Natsch. Erzähl mir nicht, dass du Sky Channel mit dem Ding empfängst. Nein, aber ich habe China gekriegt. Das ging so. Was gibt's zu futtern, Dad? Ich bin am Verhungern. Doch hoffentlich nicht wieder diese Tiefkühlpizza, oder? Mongolischen Feuertopf. Gefeuerter Mongole? Nein, das ist ein uraltes mongolisches Rezept, das mir eine steinalte, weise Chinesin verraten hat. Malgalet Fulton. Hoffentlich ist kein Ziegenfell drin. Macht ihr nur eure Witze. Die Mongolen waren köstliche Köche zu ihrer Zeit. Wie, und jetzt nicht mehr? Wisst ihr, was die früher gemacht haben? Um ihr Fleisch zart zu kriegen, haben sie es unter den Sattel gelegt und sind tagelang durch die Steppe geritten. Unter den Sattel? Auf einen verschwitzten, ungewaschenen Pferderücken? Ja. Haben Sie was in der Tiefkühltruhe? Oh, ist das bald fertig, Dad? Ich habe einen affenmäßigen Hunger. Eine Sekunde. Ein Eintopf kann man ja hinhudeln, aber bei einem Feuertopf will gut Ding Weile haben. Geht's denn nicht wenigstens ein bisschen schneller, Dad? Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Wann hast du denn zuletzt was gegessen? Oh, das ist schon ewig her. Bestimmt schon über eine Stunde. Ja, genau. Ich bin auch schon ein bisschen schwächlich, Mr. Kelly. Natsch, es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen schwächlich und schwachsinnig. Dad, geht's vielleicht schneller, wenn ich dir helfe? Nein, danke. Lass dich nicht so hängen. Du sitzt da wie ein Faultier mit Rückenschmerzen. Das liegt am Hunger, Dad. Wir schieben nämlich alle unseren 6-Uhr-Kohldampf. Ja. Ja! Dad, kannst du nicht ein bisschen Gas geben? Ein bisschen Gas geben? Hat man Tolstoi gesagt, er soll Gas geben bei Krieg und Frieden? Und Beethoven, er soll Dampf machen bei seiner 9. Hat Michelangelo einen Anpfiff gekriegt, weil er in der Sixtinischen Kapelle zu lange gepinselt hat? Den hat er wirklich gekriegt, Dad. Weißt du, Papst Julius II. Hast du vor, die nächste Minute zu überleben? Also, der Feuertopf ist jeden Moment fertig. Es fehlt nur noch die Krönung des Ganzen. Oh Mist, ich hab was vergessen. Ich wollte Kathy schon vor einer halben Stunde anrufen. Kann ich mithören? Ich find's immer scharf, wie du dich rausredest. Und nun das Töpfelchen auf dem i. Jenny, wenn du nicht sitzen würdest wie eine Rutschbahn, wärst du schon viel größer. Quatsch, wär ich nicht. Aber klar doch, komm, ich zeig's dir im Spiegel. Ach, wenn Genghis Khan den gegessen hätte, wäre er bestimmt viel milder gewesen. Das kann ich euch sagen. Vielleicht hätte ich mir die Geschichte mit dem Sattel verkneifen sollen. Hier ist der Kerl, den ich briefen sollte, Mr. Tippi. Nochmal sortieren. Betty, Moment mal, Moment. Sie haben ihn ja auf Pappe getippt. Nicht. Doch, haben Sie. Sehen Sie. Nein, das ist Papier, Mr. Kelly. Ich habe nur ein bisschen viel Tippix verwendet. Ja, aber hören Sie, wieso haben Sie ihn nicht auf meinem richtigen Firmenpapier mit Briefkopf und so weiter? Das wäre doch ziemlich albern, oder? Wieso wäre das albern? Na, weil Sie doch wissen, wer Sie sind. Ja, ich weiß, wer ich bin. Und meistens wissen auch Sie, wer ich bin. Aber der Briefkopf ist dazu da, dass die Kunden wissen, wer ich bin. Und Kunden sind die Menschen, die dafür sorgen, dass Ihnen das Tippex nicht versiegt. Aber natürlich wissen die Kunden, wer Sie sind. Sie unterschreiben doch. Ja, aber wer kann meine Unterschrift lesen? Unrecht. Also hätten Sie die Güte, ihn nochmal auf Firmenpapier zu schreiben, bitte? Nein. Wieso? Kein ist mehr da. Keins mehr da? Wieso haben Sie keins nachbestellt? Ich habe gedacht, dass Sie das endlich loswerden wollten. Wie zum Teufel kommen Sie auf die lurchgehirnige Idee, dass ich mein Firmenpapier loswerden will? Na, ist doch vollkommen klar. Sie verschicken es dauernd an lauter wildfremde Menschen. Ich weiß, was wir machen. Gleich wird es dunkel draußen. Da könnten wir rausgehen und zusehen, wie die Straßenlaternen angehen. Warum sollten wir das denn machen? Ja, wenn du die erste Straßenlaterne angehen siehst, dann darfst du dir was wünschen. Natsch, Natsch, das ist doch lächerlich. Tja, dann eben nicht. Aber wir könnten ins Kino gehen, da läuft ein neuer Arnold Schwarzenegger-Film. Der ist echt stark. Ja, wie ist er denn so? Wie alle anderen Arnold Schwarzenegger-Filme. Tut mir leid, Natsch, aber ich bin nicht interessiert. Nicht interessiert? Hast du Fieber? Nein, aber ich habe heute eine Verabredung mit Kathy. Oh, stark, dann ist ja klar, was wir machen. Was meinst du mit wir? Na, du und Cassie und ich und die Freundin. Welche Freundin? Naja, ihre hässliche Freundin. Wer sagt denn, dass Kathy eine hässliche Freundin hat? Ach, hör doch auf. Alle hübschen Mädchen haben eine hässliche Freundin. Ja, zumindest die, die du kennst. Wie kommst du denn darauf? Na, ich darf schließlich immer mit denen ausgehen.
Tja, diesmal nicht Natsch. Kathy und ich werden nämlich alleine ausgehen. Alleine? Wie? Nur ihr beiden zu zweit? Was ist denn da der Witz bei der Sache? Ach, da fällt uns schon was ein. Ja, eigentlich kann ich auch auf eine Freundin verzichten. Ich meine, wir haben bestimmt einen Mordspaß, wir drei, wenn wir im Einkaufszentrum rumhängen. Oder wir gehen rüber zu Steve und schauen ihm zu, wie er den Ölwechsel bei seiner Karre macht. Natsch! Ich will nicht, dass du heute Abend mitkommst. Wie meinst du das? Heute Abend gehen Kathy und ich allein aus. Wir werden weder zu dritt noch zu viert ausgehen. Ich bin auch nicht dein Beziehungsagent. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich dir immer deine Freundinnen vermittle. Heute Abend wollen Kathy und ich allein sein. Hast du das verstanden? Ja. Jo. Und sie hat auch bestimmt keine Schwester. Natsch! Wo sind nochmal die Striche? Hier am Türrahmen. Also, das bin ich vor einem halben Jahr und das bist du. Natsch, du solltest wirklich mal was wegen deinem Asthma unternehmen. Was macht ihr denn da? Messen, wie groß ich bin. Die letzten paar Monate hat Jenny einen Mordsschuss gemacht. Ich hab das mal bei uns am Baum gemacht, um zu sehen, wie groß ich bin. Da war ich 12. In nur einem halben Jahr ging's bei mir von 1,20 Meter auf 1,80 Meter. Wow, da bist du ja brutal schnell gewachsen, Natsch. Nein, ich nicht, der Baum. Also, da hätten wir's, Jenny. 15 Zentimeter in 6 Monaten. Oh nein, ich bin ein Mutant. Wenn ich in dem Tempo weiterwachse, bin ich mit 21 mindestens 4 Meter groß. Naja, nimm's nicht so tragisch, Jenny. Ich werde trotzdem zu dir aufsehen. Das ist nicht witzig, Natsch. Oh nein, ich bin keinen Millimeter gewachsen. Ich werde nie größer. Aber dafür wirst du sicher fetter. Natsch. Echt? Ich weiß wirklich nicht, warum ihr euch so aufregt. Ich könnte eure Probleme locker mit ein paar Backsteinen beheben. Wie denn? Du schnallst sie dir an die Füße und hängst dich an den Türrahmen. Und du bindest sie dir auf den Kopf, damit sie dich zusammenquetschen. Nein, danke, Natsch. Ich glaube, deine Konstruktion ist ein bisschen einsturzgefährdet. Überhaupt, Natsch, was machst du eigentlich hier? Wolltest du nicht mit Simon Kellerasseln essen gehen? Ah, habt ihr Jungs vielleicht Krach miteinander? Simon hat heute was anderes vor. Ich hab mir gedacht, dass vielleicht wir was zusammen unternehmen könnten. Zum Beispiel? Na, was macht ihr denn sonst so mit euren Freundinnen? Frisieren und schminken meistens. Und wenn ich dich so betrachte, Natsch, ich finde ein bisschen Tintenwusche, Wimperntusche könnte dir wirklich nicht schaden. Jenny, mach keinen Buckel, Natsch, ab nach Haus. Der Sessel kneift sowieso. Hm? Mann, wisst gern, wie ich das geschafft habe. Nehmen Sie Telefonbücher. Wie bitte, Mr. Kelly? Telefonbücher. Falls das eine Übung darstellen soll, mit der man den Busen strafft, dann würde ich Telefonbücher. Es soll überhaupt nicht sowas darstellen, Mr. Kelly. Ich vergleiche nur die Entwürfe für den neuen Briefkopf, um zu sehen, welcher besser ist. Augenblick mal. Habe ich die Worte neu und Entwürfe in Zusammenhang mit meinem Briefkopf gehört? Ja. Was ist aus unserem Altbewährten geworden? Ach, der war doch schon zu alt, Mr. Kelly. Sie haben ihn seit Jahren nicht geändert. Aus dem einfachen Grund, weil ich meine Adresse und meinen Beruf nicht geändert habe. Ich sollte aber sekretärinmäßig hier etwas ändern. Jedenfalls, eine kleine Abwechslung ist so gut wie ein Urlaub. Und da ich einen Urlaub gebrauchen könnte, habe ich beschlossen, etwas Abwechslung in den Briefkopf zu bringen. Wie finden Sie das? Der fängt ganz vielversprechend an. Martin Kelly, Architekt, Jacaranda Avenue, Chatswood. Sogar Noose House, Wales, Australien ist korrekt. Aber südliche Hemisphäre, Planet, Erde, Sonnensystem, Milchstraße, Universum, also, das geht doch ein bisschen zu weit. Also, Sie finden die Adresse irgendwie zu lang? Etty, das ist eine geografische Abhandlung. Was ich brauche, ist ein Briefkopf und kein Briefkörper. Der hier ist aber ein bisschen kürzer. Na, wenigstens haben Sie meinen Namen richtig geschrieben. Aber wieso steht da ein Riesenbuchstaben AMWG weil drüber? Bei uns auf der Schule zu den traurigen Schwestern und Brüdern in Walgett. Schwester Valencia darauf bestanden hat, dass wir auf jede Seite oben AMDG draufschreiben. Das heißt, auf das mein Diktat dir gefalle, Gott. Heißt es gar nicht. Das bedeutet A Magna Dei Gloria. Latein. Doch nicht albern, Mr. Kelly. Ich meine, warum hätte sie uns denn Lateinisch schreiben lassen sollen, wenn es doch keiner versteht? Wir halten Latein doch für ein Gewürz. Ich dachte nur, dass es unseren katholischen Kunden eventuellermaßen gefallen könnte. Woran sollen wir denn merken, welche Kunden katholisch sind? Ganz einfach daran, dass sie wissen, was AMDG heißt. Also, Betty, das muss alles nochmal gemacht werden. Ich will einen normalen Briefkopf. Ohne AMDG, ohne ETC, PP, aber das ganze Dilladalli und zack, zack. Ah, hi Simon, du bist ja super gestylt. Ah, hi Natsch, du bist ja super versifft. Ach das, ja, ich hab Humus gestreut. Auch wenn es sich vielleicht so anhört, Natsch, aber Humus ist kein Waschmittel. Oh, ich weiß, ich bin eben mal sehr erdverbunden. Oh, noch erdverbunden und du kommst in den Zoo als Erdferkel. Hey Simon, weißt du was? Der Zirkus ist in der Stadt, ist das nicht super? Ja, ja, bist du nicht ein bisschen alt für einen Zirkus? Ich meinte ja nicht, dass wir uns die ganze Vorstellung ansehen. Ich dachte nur, wir zwei gehen kurz hin und holen uns ein paar Eimer Löwendung. Löwendung? Wofür das denn? Ja, das Zeug ist super, es ist gut für den Garten, es ist nur ziemlich schwer zu bekommen. Außerdem traut sich kein anderes Tier mehr in die Nähe von dem Zeug. Das glaube ich.
ich dir gern. Ich traue mich jedenfalls garantiert nicht in die Nähe. Vor allem nicht heute Abend. Oh, komm, Simon, es wird ein richtiges Abenteuer, wie im tiefsten Afrika. Nein, tut mir leid, bei mir sind heute Abend die grellen Lichter der Großstadt angesagt. Ach so, kapiert. Du bist wieder mit Casey verabredet. Ja, wir gehen ins Kino. Du weißt so, dass die Kleine mir nicht widerstehen kann. Das ist jetzt der 6. Abend hintereinander, an dem sie dir nicht widerstehen kann. Und du und ich, wir unternehmen kaum noch was miteinander. Natsch, hör mal, ich möchte eben mehr mit ihr zusammen sein. Mehr mit ihr zusammen sein? Wann willst du denn mal mehr mit mir zusammen sein? Natsch, wir zwei können doch nicht mehr dauernd wie die Kletten aneinander kleben. Ich meine, wir sind doch keine Kinder mehr. Es gibt im Leben Dinge, die wir unabhängig voneinander machen müssen. Und das ist eins davon. Aber Simon, wir sind doch Freunde. Oh, jetzt sieh dir doch mal an, was du angerichtet hast. Du bist doch ein Gehirnklempner. Hallo? Oh, hi Casey. Nein, nein, Simon ist nicht da. Nein, manchmal kommt er tagelang nicht nach Hause. Okay, er soll dich also zu Hause abholen und ihr trefft euch nicht vor dem Kino, wie ursprünglich geplant. Okay, ja, ich richte ihm gleich aus, falls er kommen sollte. Tschüss. Simon, du triffst dich also mit Casey vor dem Kino, ja? Ja. Tja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Oh, Debbie, sitz anständig, du machst den Sessel kaputt. Jenny, sitz anständig, du machst dir deinen Rücken kaputt. Dad, hör auf, ich bin mitten in meinem autogenen Größentraining. In deinem was? Meinem autogenen Größentraining. Ich stell mir vor, ich wäre groß. Tja, wieso stellst du dir nicht lieber vor, du wärst unheimlich reich? Dann ist es nämlich völlig egal, wie groß du bist. Die Technik habe ich auch mal ausprobiert, als ich nicht schlafen konnte. Wie, du hast dir vorgestellt, du wärst unheimlich reich? Nein, ich habe mir vorgestellt, dass ich schlafe. Hat das funktioniert? Weiß nicht, war nicht lang genug wach, um es zu merken. Ach, Jenny, apropos schlafen, häng nicht so schief auf der Couch rum, ja? Tu ich gar nicht. Tust du doch. Tu ich überhaupt nicht, ich lungere schief auf der Couch rum. Hör mal, willst du eines Tages mit der Nase auf der Erde laufen? Ja, wenn ich dabei die Zeitung tragen darf. Hört denn hier überhaupt keiner mehr auf mich? Ich schon, Mr. Kelly. Ach, es ist grauenvoll. Jetzt wünsche ich mir schon, dass Natsch mein Sohn wäre. Dad, wenn Natsch dein Sohn wäre, dann würde er die ganze Zeit bei seiner Mutter rumhängen. Oh, dann werde ich ihn adoptieren. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach gar nicht. Das ist mir in meinem ganzen Leben und auch vorher noch nie passiert. Würde mich mal interessieren, wovon er redet. Schwer zu sagen, ihm ist vieles in seinem Leben noch niemals passiert. Sie hat mich einfach versetzt. Mich! Wofür hält sich diese Mücke eigentlich? Für eine Mücke mit Geschmack und Menschenkenntnis. Ich kann's einfach nicht fassen, dass das ihr Stil ist, dass Cassie einfach sowas macht. Mhm. Ich kannte mal eine, die hat mir den Schnittlauch vom Pausenbrot runtergekriegt. Sie sind so affenmäßig launisch. An einem Tag hast du sie am Hals wie ein Pickel und am nächsten Tag übergeben sie sich, wenn du sie begrüßt. Bei der wäre ich vorsichtig. Die kennt bestimmt noch mehr Bakterien als dich. Ich werde mit absoluter Sicherheit nie wieder einer Frau vertrauen, Natsch. Simon, warum erzählst du uns das alles? Warum erzählst du es nicht Cassie? Die ist der Richtige. Worauf du dich verlassen kannst, wirst du gleich erleben. Das ist ja 10-mal besser als Dallas. Ah, hi Cassie, hier spricht der Typ, den du vorhin versetzt hast. Nein, du hast mich versetzt. Hab ich nicht? Das würde ich dir doch nie antun. Das heißt, er hat's ja angetan. Ah, das wusste ich nicht. Okay, wenn ich herausgefunden habe, was da los war, werde ich dich wieder anrufen. Wer hat Cassies Nachricht nicht ausgerichtet? Welche Nachricht? Cassie sagt, sie hat angerufen und mir ausrichten lassen, dass wir uns woanders treffen als geplant. Ach komm, Simon, das würde doch von uns niemand machen. Du weißt ganz genau, dass wir dir sowas ausrichten würden, oder? Na, irgendjemand muss ja am Telefon gewesen sein und ich würde gerne wissen, wer das war. Ich habe nämlich vor, denjenigen in Streifen zu verarbeiten und dann werde ich seine Eingeweide meistbietend als Gitarrensaiten verkaufen. Schon, Simon, wer würde so etwas Grauenvolles tun wollen? Das ist ja schrecklich. Ich weiß es nicht, aber ich habe eine so mörderische Wut, dass ich es tun will. Na gut, ich mache uns einen Beruhigungstee. Möchtest du auch einen, Jenny? Ja, bitte. Deborah? Ja, Dad. Wie steht's mit dir, Natsch? Ja, gut, ich war's. Ich geb's zu, ich wusste nicht, was ich tue. Es war ein Augenblick der Schwäche. Es wird nicht wieder vorkommen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Also dann 4 Tassen Tee und einen Eimer Blutplasma. Den Brief fertig, den Sie noch mal getippt haben wollten? Da, das ist ja herrlich und nur 8 Tage, nachdem ich Sie drum gebeten hatte. Ja, ich werde immer besser, was? Ja, und was sehe ich nicht? Pappdeckelsteif. Was ist passiert? Keine Tippfehler? Nein, diesmal kein Tippex. Ist doch alle. Na, was für ein Jammer. Ja, und deswegen sind meine Schuhe endlich schön sauber und überhaupt Na sowas, und das neue Firmenpapier ist da und sogar alles so, wie ich es haben wollte. Adresse, Telefonnummer, mein Name, Ihr Name. Ihr Name? Ja, es ist ganz toll, nicht? Martin Kelly, Architekt, Betty Wilson, Sekretärin? Betty, wie kommt es, dass Sie auf meinem Briefkopf stehen?
Naja, das ist deswegen, damit die Leute, wenn sie anrufen, wissen, dass ich am Telefon bin. Das ist ja gerade meine Horrorvision. Und sehen Sie mal, Sie haben Sekretärin mit CH statt mit K geschrieben. Ja, genau. Und bei Ihnen steht Architekt ja auch mit ja, CH. Ja, aber man schreibt ja auch Architekt nicht mit. Ich meine, man schreibt ja Architekt nicht. Auf jeden Fall schreibt man die Sekretärin mit Sekretärin. Und warum nicht? Weil es Sekretärin ausgesprochen werden würde, wenn man es so schreiben täte. Ja, genau. Ich meine, was glauben Sie denn, was ich bin? Ich glaube, Sie sind eine hirnverbrannte Hohlhülse. Es wundert mich, dass Sie überhaupt Betty richtig geschrieben haben. Oh, naja, ich habe zur Sicherheit Mom angerufen. Betty, hören Sie, so geht das nicht. Dieser Briefkopf hat anders auszusehen. Er ist zu lang, es ist nicht das, was ich wollte. Außerdem weigere ich mich, mit einer Sekretärin auf einem Papier zu stehen, die nicht mal richtig schreiben kann. Ah, na schön, dann lass ich es eben. Nein, das mache ich. Ja, dann sind wenigstens keine Schreibfehler mehr drin. Das ist meine Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, das zu bezahlen, weil Sie das vermurkst haben. Wenn dem so ist, dann möchte ich gerne eine Gehaltserhöhung haben. Oh, Gehaltserhöhung? Warum sollte ich Ihnen eine Gehaltserhöhung geben? Glauben Sie etwa, ich zahle das mit dem bisschen Kleingeld aus meiner Tasche? Was willst du zuerst hören, die gute Nachricht oder die schlechte? Sag mir die schlechte. Du bist in einem halben Jahr nicht einen Millimeter gewachsen. Und was ist die gute Nachricht? Bei Woolworths gibt's gerade hohe Schuhe im Sonderangebot. Jenny, mach nicht seinen Buckel. Oh, Dad, lass sie in Ruhe. Das ist sowieso alles deine Schuld. Wieso ist es meine Schuld, wenn Jenny einen Buckel macht? Du bist dafür verantwortlich, dass sie so groß ist. Quatsch, sie hat genau die richtige Größe. Sie kommt mit den Füßen auf die Erde. Dad, ich bin die Größte in meiner Klasse. Ich komme mir immer vor wie Bibo bei den Schlümpfen oder so. Ja, und ich bin es leid, so winzig zu sein, Dad. Hättest du deine Größengene nicht ein bisschen gleichmäßiger verteilen können? Ja, wieso hat Debbie deine ganzen kleinen Größengene und ich deine ganzen großen Größengene? Na, es ist ein bisschen spät, das zu reklamieren, meint ihr nicht auch? Was spielt es überhaupt für eine Rolle, wie groß man ist? Du leidest einfach an Kleinwahn. Kleinwahn? Ja, das ist im Prinzip sowas wie Größenwahn, nur umgekehrt proportional. Dad? Das ist wirklich nicht so einfach. Mädchen sind sehr sensibel in puncto Größe. Zum Beispiel der Typ von der Fachhochschule, den ich gerade anhabe. War ja auch mal wieder Zeit. Er ist 1,93 und jedes Mal, wenn ich ihn umarmen will, reagiert sein Kniesehnenreflex. Ja, und mit Brandon White aus meiner Klasse ist es das Gleiche. Er wollte mir einen Kuss geben. Und was ist passiert? Er hat mich getroffen. Ein Glück für ihn. Also, Kinder, hört mal, wenn ihr wegen eurer Größe Probleme habt, dann gibt es eine sehr einfache Lösung. Die hat doch nichts mit Backstein zu tun, oder? Nein, viel einfacher. Ihr müsst eure Freunde austauschen. Ich liebe mich, wenn ich altklug bin. Tja, ich gehe dann mal, Mr. Kelly. Und Sie brauchen mich auch ganz bestimmt nicht mehr für irgendwas? Ich brauche Sie nicht mehr. Ja, dann bis morgen. Dummerweise. Wenn ich wieder all die wichtigen Dinge tue, die eine Sekretärin für einen Architekten immer so tut, wie zum Beispiel Anrufe entgegennehmen, Briefe tippen oder neues süßes Büromaterial bestellen. Danke, Betty. Wie zum Beispiel dieses wundervolle, herrliche Briefpapier, das Sie bestellt haben. Oh Mann, haben die das toll gemacht, Mr. Kelly. Ja, es ist charmant und zauberhaft wie Sie. Was ist charmant und zauberhaft? Das neue Briefpapier, das Mr. Kelly angefordert hat. Seit wann ist sowas denn charmant? Erwarte keine Antwort, ihr ist missgelaunt. Was ist denn passiert? Man sollte meinen, eine Druckerei wäre imstande, eine simple Änderung vorzunehmen. Die können ja überhaupt nur drucken und nicht ändern. Sonst hießen sie ja nicht Druckerei, sondern Änderei. Hm? Ich habe dem Menschen gesagt, dass ich den Briefkopf absolut Müll finde, also das mit dem Betty Wilson-Sekretären-Quatsch. Und was macht der Mensch? Er schreibt Sekretären mit 2 T. Oh, gefällt mir ja auch viel besser. Betty schreibt man ja auch mit 2 T. Ne? Tschüss. Ach, ich schwöre dir, ich feuere dieses blöde Kompottgedärm. Dad, du kannst Betty nicht feuern. Ja, ja, das weiß ich. Jetzt nicht mehr, wo ich 4000 Briefbögen mit ihrem Namen drauf habe. Natsch, was machst du denn da unten? Oh, da war eine Erbse auf dem Boden gefallen. Und ich dachte, ich heb sie lieber mal auf, bevor es noch einen bösen Unfall gibt. Das ist aber wirklich sehr umsichtig von dir, Natsch. Ja, jeden Tag eine gute Tat, so bin ich nun mal. Ja? Tja, sag mal, wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich hab dich schon überall gesucht. Oh, zu Hause. Zu Hause? Kein Wunder, dass ich dich nicht gefunden habe. Kein Mensch käme auf die Idee, dich dort zu vermuten. Ich weiß nicht, meine Mutter hat mich dort gefunden. Sie hat mich gleich wieder hergeschickt. Natsch, ich würde gern mal mit dir reden. Worüber? Freundschaft. Ach ja? Natsch. Wir sind doch jetzt schon seit Urzeiten befreundet. Wie viele Jahre sind das jetzt eigentlich, 8, 9? 18. 18, ja. Ja. Und weißt du, warum unsere Freundschaft so lange gehalten hat? Eventuell, weil wir unter einem Dach leben? Nein.
Weil ihr einen Kühlschrank habt und ich immer Appetit. Nein, weil wir ständig daran arbeiten. Siehst du, jede Freundschaft hat ihre Höhen und Tiefen, aber sie hält, wenn jeder etwas dazu beiträgt. Und jetzt wollte ich dich bitten, um unsere Freundschaft willen, etwas dazu beizutragen. Ja, okay. Ja, ich möchte, dass du mir ein paar Minuten deiner Zeit gibst. Klar, gern. Wofür? Damit ich dich in sämtliche Einzelteile zerlegen kann.